Bald sind große Sommerferien und viele Eltern versuchen, ihr Kind auf den bevorstehenden Schuleinstieg vorzubereiten. Ja, und heutzutage sind dabei Lern-Apps natürlich auch unverzichtbar. Die besten Lern-Apps für die Vorbereitung auf den Schuleinstieg, die zeige ich dir hier in diesem Video. Ein digitales Willkommen hier bei Lösungen für die Medienerziehung. Ich bin der Ben und heute geht es also um die besten Lern-Apps für die Vorbereitung auf den Schuleinstieg. Ja, und lass uns gleich starten mit dem Fach Mathematik, und da habe ich eine ganz besondere App für dich, nämlich die App Matheland Kopfrechnen für Kinder. Ja, und diese App ist eigentlich viel mehr als eine Lern-App. Es ist ein richtiges Lernabenteuer und ja, natürlich lernt dein Kind dabei die Grundfunktionen der Mathematik kennen. Also Addition, Division, Subtraktion und Multiplikation wären das. Und ja, die lernt dein Kind hier kennen oder kann diese auch gut einüben oder das Wissen dazu auch auffrischen. Ganz besonders in dieser App ist die Hintergrundgeschichte, und zwar helfen wir Ray, dem Piraten, ja, verschiedene verwunschene Inseln zu retten, indem dass wir verschiedene Gegenstände da suchen und diese natürlich auch durch coole Mathe-Spiele da auch diese Sachen bekommen und somit die Ordnung auf diesen verwunschenen Inseln wiederherstellen. Ja, die Inselbewohner sind uns jeweils sehr, sehr dankbar, und ja, durch diese lustige Hintergrundgeschichte sind Kinder natürlich motiviert, da dran zu bleiben und diese lustigen Mathe-Rätsel, Mathe-Spiele da auch immer weiter zu lösen. Und somit ist das ein wunderbares Spiel, eine wunderbare Lern-App, um die Grundkenntnisse der Mathematik deinem Kind beizubringen. Eine weitere wirklich tolle Lern-App für das Fach Mathematik, keine Angst, wir kommen gleich zu den anderen Fächern, das ist die App Spielerisches 1x1. Ja, hier müssen wir Kelly helfen, verschiedene Monsterbilder zu finden und diese eben auch für das Weltraummuseum quasi zu sammeln und gleichzeitig natürlich die Kenntnisse im 1x1 zu erweitern. Ja, auch hier lernen die Kinder da spielerisch dieses 1x1 kennen und das wirklich in sehr kreativen Aufgabenstellungen und auch noch mit so herrlich süßen und wirklich innovativ gestalteten Hintergrundbildern und Figuren. Ja, und somit ist dieses Spiel eben auch wunderbar geeignet und kreativ gestaltet, motivierend quasi für das Kind, um das 1x1 so richtig gut zu lernen. Die nächste Lern-App, Der Löwe, das ist ein mitreißendes Lese- und Schreibabenteuer mit verschiedenen witzigen Rätseln. Und zwar gehen wir hier mit dem Löwen auf eine spannende Reise und können dabei auch verschiedene wirklich witzige Minigames auch machen, um dabei zum Wortweltmeister oder Weltwortemeister, wie auch immer, erkoren werden. Ja, diese App, diese Lern-App hat schon mehrere Preise abgeräumt, wurde mehrfach ausgezeichnet und ist deswegen eben auch wirklich gerade auch für Schulanfänger sehr empfehlenswert. Die nächste wirklich ganz tolle Lern-App, die ich dir unbedingt hier vorstellen möchte, die heißt Waldtastatur. Ja, einfache Wörter und kleinere Sätze schon selbst anfangen zu schreiben. Ja, mit dieser preisgekrönten und richtig liebevoll gestalteten App Waldtastatur ist das gar nicht so schwer. Ja, die Kinder tauchen hier in eine Welt voller lustiger Geschichten, Buchstaben und Laute ein und entdecken dabei ganz nebenbei den Spaß am freien Schreiben. Ja, richtig cool umgesetzt, solltest du unbedingt mal reinschauen. Als nächstes möchte ich dir unbedingt noch die App Säugetiere vorstellen, wobei hierzu gesagt werden muss, dass diese App Säugetiere, die ist von Tiny Bob. Tiny Bob ist der Hersteller dieser App und Tiny Bob hat auch ganz andere wirklich wunderbare Lern-Apps zur Verfügung, ja, zu verschiedenen MINT-Themen wie zum Beispiel Pflanzen, der menschliche Körper, unsere Erde, das Sonnensystem oder auch Wetter. Und dabei können die Kinder spielerisch diese Themen eben auch erlernen und somit kann ich da eben auch andere Apps dieser Tiny Bob Gruppe quasi empfehlen. Aber ja, schauen wir uns doch diese App Säugetiere mal etwas genauer an.
Ja, und diese App Säugetiere, die wurde quasi für zukünftige Zoologen erstellt, um da herauszufinden, was Säugetiere eigentlich so besonders und einzigartig macht. Und zwar können wir hier richtig hineinschauen in diese Tiere und entdecken, wie diese Tiere eben auch, ja, essen, wie diese spielen, sehen können, rennen, wachsen oder auch fühlen. Jedes Tier kann hier interaktiv entdeckt werden, sei es ein Tiger, eine Fledermaus, ein Känguru, Elefant oder auch ein Faultier. Und all diese Tiere können wir also quasi von innen anschauen, die Anatomie dieser Tiere eben auch ganz genau entdecken. Seien es Knochen, Fell, Schnurrhaare, was auch immer. Alles, was dein Kind wissen möchte über diese Tiere, wird hier quasi beantwortet. Und somit ist das eine wunderbare App, gerade auch für jüngere Kinder, gerade auch für die Vorbereitung auf den Schuleinstieg. Du hast noch nicht genug Lern-Apps für dein Kind oder dein Kind möchte auch noch weitere Apps für weitere Fächer entdecken, dann kann ich dir empfehlen, hier mit diesem Video gleich weiterzumachen, denn da stelle ich dir weitere wunderbare Lern-Apps für Vorschulkinder vor, die diese Kinder wunderbar auf die Schule vorbereiten. In dem Sinn würde ich sagen, wir sehen uns hier gleich beim nächsten Video. Ein digitales Auf Wiedersehen von mir, eurem Ben.